Ich hatte gerade den stressigsten Morgen meines Lebens. Ich sitze hier noch so in Klamotten von gestern, ohne geduscht und Haare und kein Make-up und auch noch Make-up von gestern, so ein bisschen hier so unten, oder? Aus dem einzigen Grund, dass ich auf zwei Pakete warte, die lebenswichtig sind. Naja, nicht ganz, aber nein, eigentlich gar nicht, aber irgendwie schon. Eins davon ist für mich und eins davon ist für Sebastian. Wenn es nur mein Paket wäre, scheiß drauf. Aber wenn ich jemandem sage, okay, ich nehme dein Paket an und ich warte hier, dann nehme ich das auch sehr ernst. Und wenn ich das verpassen würde, folgendes ist passiert. Der Postbote klingelt an der Tür und ich denke so, ja, geil, der Postbote ist da, dann kann ich ja jetzt gleich gehen, weil das ist auf jeden Fall Revis Paket. Ich drücke ihm die Tür auf, sage, kommen Sie nach oben. Will die Tür aufmachen, abgeschlossen. Kurzer Herzstillstand. Nachts schließen wir halt immer die Tür ab. Ist halt auch sinnvoll, weil gegen Verbrecher halt. Und wenn du deine Tür abschließt und dann doch jemand einbricht, dann verzahlt die Versicherung irgendwie. Und wenn nicht, dann nicht. Also irgendwie so oder weniger oder I don't know. Auf jeden Fall immer wichtig, Türen abzuschließen nachts. Hatte ich kurz vergessen. Habe ich einen kurzen Schock bekommen und dachte, wo ist mein Schlüssel? Ich laufe zu meiner Tasche. Ich weiß halt, dieser Mann, der braucht halt nicht lange. Der muss halt nur ein paar Treppen nach oben laufen, um vor meiner Tür zu stehen. Wenn die dann geschlossen ist, ist es sau unangenehm. Das sind einfach so Sachen, die stören mich voll. Die machen mich voll nervös und ich will sowas vermeiden, wenn es geht, so unangenehme Interaktionen mit Menschen, dass ich dann nachher die Tür aufmache und sage, haha, ja, ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden, hey, ich musste noch mal kurz suchen, sorry, dass sie warten mussten, das ist die Hölle für mich, das ist die Hölle einfach. Und ich laufe los und renne zu meiner Tasche und kipp die aus und da ist nichts drin und ich denke, nein, ich laufe zu der anderen Tasche, wo ich gestern beim Skifahren mein Laptop drin hatte, kipp die komplett aus. Nichts drin. Dann renne ich nochmal zu meiner Jacke. Inzwischen ist der Typ natürlich schon oben und klingelt an der Tür. Ich so, oh Gott. Ich laufe zu meiner Tasche, zu meiner Jacke, suche da drinnen meinen Schlüssel. Ist nicht drin. Und dann bin ich verzweifelt. Weil wenn der hier irgendwo gelegen hätte, ich hätte den ja gefunden. Ich dachte vielleicht, wenn ich aufschließe, dann gehe ich hier rein, dann lege ich den manchmal auf den Tisch da. Oder wenn ich ganz faul bin, dann, keine Ahnung, habe ich den noch in der Hand, bis ich mich auf die Couch setze und lege ihn auf die Couch. Der Typ klingelt zweites Mal, drittes Mal. Ich mache hier das da, so ein Riesenchaos. Weil ich diese Scheiße suche. Scheiße, das ist keine Scheiße, das ist ein Schlüssel. Ich finde ihn nicht. Er ist nicht da. Ich schreibe auch voll in Panik. Sebastian, hör, ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Und er so, ja, ich habe den gestern gesehen. Der ist auf jeden Fall da. Geh mal suchen. Ich laufe nach oben. Der Typ klingelt ein letztes Mal. Schreit so ein bisschen so Hallo durch die Tür. Und ich habe auch mit ihm eigentlich geredet. Ich habe gesagt, können Sie kurz warten oder gehen Sie dann mal runter. Ich komme dann runter, weil ich kann durch die andere Tür auch noch rausgehen. Da ist ja der Aufzug. Und dann hätte ich halt, also die Tür ist nicht abgeschlossen, weil da ist er heute Morgen rausgegangen. Und dann hätte ich die Tür aufgelassen und wäre dann mit dem Aufzug runtergefahren und hätte dann die Sachen geholt und wäre dann wieder hochgefahren mit dem Aufzug. Da braucht man halt keinen Schlüssel für, wenn man die Tür halt auflässt. Wenn die zugegangen wäre, wäre schlecht gewesen, aber das hätte ich verhindern können. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt, mit ihm zu reden. Weil das war irgendwie, ich weiß nicht, die Tür ist zu dick, meine Stimme zu leise. I don't know. Und dann ist er weg. Und ich denke, scheiße. Und dann kriege ich noch mehr Panik, weil jetzt ist er weg. So, und dann dachte ich, renne ich jetzt schnell runter und fange den noch irgendwie ab. Wenn ich jetzt schon gedacht habe, war es, glaube ich, auch irgendwie schon zu spät. Ich war oben, habe die ganze Zeit gesucht und dann war es egal. Wir haben so eine Couch, die kann man so ein- und ausfahren mit diesen zwei Knöpfen. Diese zwei Knöpfe da. Und dann fährt die halt so, ne, nach vorne und nach hinten. Und ich fahre die hin und her und irgendwann bleibt die stecken. Der Schlüssel war einfach hier drinnen. Der lag so da. Da ist es richtig dunkel. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt irgendwas seht. Und der hat dann halt das verhindert, dass das Ding ganz zugeht. Und wäre das nicht passiert, ich hätte das niemals gesehen. Okay, der Typ war jetzt schon weg. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen ein Gefühl, dass der so ein fauler Dude ist. Dass er nicht jetzt wieder geht und dann sagt, okay, die war jetzt irgendwie doch nicht da, auch wenn sie mir aufgemacht hat. Keine Ahnung, war das vielleicht einfach eine Einbildung und ich habe Superkräfte und habe die Tür von alleine aufgemacht. Ich gehe mal wieder runter und schreibe einen Zettel und nehme das Paket wieder mit. Mir war klar, dass das nicht passiert. Mach die Tür auf mit meinem Schlüssel. Vor der Tür liegt das Paket. Und es ist Sebastians Paket. Halleluja, ey. Das war echt, das war kein schöner Morgen. Jetzt warte ich noch auf mein Paket, wenn das ankommt. Oh, stressig. Hit to the gym. I look like a dragon something. What is this? It is kind of cute. So I won't change it back. Bis auf das meine Kamera fast leer ist, will mir dieser Tag heute echt nur Gutes. Erst hat der eine Postbote das Paket vor die Tür gelegt. Dann fahre ich gerade, ich war noch beim Revi im UFO, wir haben noch ein Video zusammen aufgenommen. Ich wollte super schnell nach Hause fahren, weil ich noch mal ein Video schneiden muss, weil wir gleich noch mal wo sind, auf einer
im Kino. So eine Kinopremiere. Boah, ich hab so Schnupfen, wenn ich rausgehe. Ihr auch? So eine Kinopremiere mache ich gleich noch. Ich musste zweimal umsteigen, um zum Ufer zu fahren. Ich habe einmal die falsche Bahn genommen. Sehr gut. Bin dann irgendwie am Bahnhof gelandet. Musste dann wieder umsteigen und zurückfahren. Und ich laufe gerade die Straße entlang. Und während ich um die Ecke gehe, fährt der UPS-Mann auch um die Ecke. Halleluja. Und ich laufe strahlend, grinsend auf ihn zu und sage, das ist mein Paket. Ja gut, da war der Akku dann tatsächlich wirklich weg. Habe auch eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe jetzt alle meine Pakete. Es ist nämlich tatsächlich heute noch ein Paket angekommen, das lustigerweise mit den anderen beiden Paketen zusammenhängt, aber irgendwie mehr so indirekt und irgendwie doch direkt. Kompliziert, aber vielleicht werdet ihr es irgendwann verstehen. Und in diesem Paket waren die beiden Briefe hier drin. Was das ist, verrate ich euch noch nicht. Das Einzige, was ich sage, ist, es sind Einladungen. Und diese Einladungen werde ich nächste Woche auslösen. Alles klar. Einlösen. Mit diesen Einladungen kam noch sowas hier an. Lass es mich kurz erklären. Und zwar sind das hier Quick Care Rings. Ich habe noch überhaupt keine Vorstellung, was das überhaupt ist. Aber diese Leute haben mir etwas ermöglicht. Und das ist wahnsinnig krass. Also sie haben mir quasi diese Einladungen geschickt. Und das ist etwas, was ich schon immer wollte. Es ist mir tatsächlich jetzt einfach möglich. Und gleichzeitig mit diesen Einladungen haben sie mir halt auch noch ihr Produkt geschickt. Das sind diese Drinks hier. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, es wird demnächst etwas passieren, was mit QuickCap und mit diesen Einladungen passiert. Zu tun hat, wollte ich sagen. Und mit den zwei Paketen, die heute Revi und ich bekommen haben. Jetzt muss ich so mega ultra super schnell meinen Vlog schneiden, den von gestern. Deswegen habe ich auch gar keine Zeit mehr, jetzt mich mit euch zu unterhalten. Tut mir sehr leid, aber tschüss, ne? Hallo, mein Name ist Jodica Lucie. Ich bin professionelle Vloggerin und habe einfach vergessen, meine Kamera mit zu diesem Event zu nehmen. Und wie es sich herausstellt, ist es ganz cool, weil schaut euch das an. Okay, ihr könnt euch das nicht anschauen, aber... Also ich kann es nicht umdrehen, aber... Hello! Das ist nicht schlecht. Wir waren bis jetzt gerade noch im Kino und jetzt, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was das für Musik ist. Die hört sich so GEMA-frei an irgendwie. Weiß irgendwer, was das für ein Song ist? I don't know. Aber das, ich finde das cool, dass der da, der tanzt einfach mit Feuer. Meine Tante macht sowas auch, wollte ich nur mal kurz sagen. Das, vielleicht kennen die sich. Ich will aber nicht fragen, der sieht gruselig aus. Naja, oh nein! Ist jetzt nicht ernsthaft passiert. Hier oben ist eine Schnur und die hat gerade auf meinen Finger, das auf meinem Handy lag, das Finger, das auf meinem Handy lag, auf meinen Finger, der auf meinem Handy lag, einen Tropfen fallen gelassen. So was passiert auch wieder mit mir. Wie gesagt, Jodica Lucie, beste Vloggerin der Welt. Wow! Und guck, wer da ist! Mikey! Er ist einfach gekommen aus Berlin, nur für diese Party. Nein, nicht wirklich, aber fast. Nichts kommt raus.